Hallo, und das hier ist ein alternativer Zug zu einem Spiel Lichtdrachen gegen Finsterdämonen. Wenn ihr dafür hier seid, super. Ansonsten seht ihr jetzt oben rechts das kleine i, mit dem ihr zu dem ursprünglichen Spiel zurückkommt. Aber jetzt erstmal viel Spaß. Ja, hier eine Alternative, die der Abo kommentiert hat auf YouTube. Und zwar ist ihm aufgefallen, dass man ja schon ganz viele Triggerpunkte gesammelt hat und dass man jetzt hier die Besessene quasi zwischen die beiden Seelen rein schießen kann. Das macht er jetzt auch in dem Spiel. Das heißt, Abo spielt jetzt die Dämonen und ich übernehme die Drachen und versuche mich dagegen möglichst gut zu wehren. Man kann jetzt die Seelenreihe da auch nicht schließen, da ja, wenn in die Ruine eine Einserkreatur gelegt wird, die automatisch am sofort oder am Ende des Zuges spätestens entfernt wird. Das heißt, ich habe jetzt im Groben zwei Möglichkeiten, denn das Gefährliche ist hier, dass die Ruine auch in zwei Runden schon eingenommen werden können. Nämlich genau da zeigt ich es, die andere Besessene kann auch, da noch drei Triggerpunkte vorhanden sind, mit einem Zug die zwei Felder zur Ruine hin überbrücken. Das heißt, ich kann jetzt entweder die Einserseele neben der Ruine zu einer 3 aufwerten, um die Besessene schlagen zu können, beziehungsweise zu müssen, wenn sie sich auf die Ruine drauf bewegt. Oder ich kann die Ruine mit dem Magier decken, indem ich mit dem ein Feld nach rechts ziehe. Wir haben beide Möglichkeiten ausgespielt. Hier ist jetzt die Möglichkeit mit dem Aufwerten zum Dreier, wodurch halt unten meine Seele nicht mehr geschützt ist. Und oben habt ihr jetzt schon verlinkt den alternativen Zug, wenn ich mit dem Magier nach rechts gehe. Hier Abu zieht tatsächlich mit der Besessenen direkt auf die Ruine, hat entsprechend viel Druck gemacht und ich muss jetzt verhindern, dass er die letzte Ruine noch einnehmen kann. Genau, das geht in dem Fall nur, indem ich mich da hoch bewege und so ist jetzt auch wie da unten die Seele komplett ungeschützt und die gibt ja auch schon 4 Punkte. Und Abu nimmt sich die jetzt auch. Ich werte jetzt mit dem Blutmagier die Seele neben der Besessenen um 2 Punkte, um 1 auf, denn sonst hätte ich ja schon fast verloren, wenn er die auch noch schlagen würde. Und gleichzeitig den Drachenkrieger zu einem weiteren Blutmagier, um meine Seelen oben vielleicht schnell aufwerten zu können und perspektivisch die Besessene da wieder unter Druck setzen zu können mit einem Feuerbasilisken. Abu nutzt jetzt die zweite Zauberfähigkeit der Moorhexe und wertet für 2 Triggerpunkte und einen Würfel die Besessene direkt zu einer Moorhexe auf. Und ich bringe hier den Geist etwas nach vorne, um seine Besessene auf der Ruine unter Druck zu setzen. Wenn ich jetzt über die drüber springe, wird die ja zu einer Einserkreatur und direkt ins Exil gelegt und ich bekomme noch einen Triggerpunkt. Auch hier sind vermutlich mit dem Blutmagier und Aufwertung auch noch andere Varianten denkbar, dass ich zum Beispiel den Geist direkt zu einer 5 mache und dann im nächsten Zug mit dem Blutmagier mit einer weiteren 5 und einer 6 mehr Druck aufbaue. Vielleicht können wir auch das nochmal durchspielen und hier verlinken, wenn jemand denkt, dass das vielversprechender wäre. Die Moorhexe wird jetzt hier zum Sammler aufgewertet, was ja eine sehr starke Kreatur ist bei den Dämonen, gerade weil er die Möglichkeit hat, jetzt auch in seiner Position da ganz hinten in meinem Feld als Drachenspieler neue Kreaturen, nämlich Wichte reinzusetzen und die dann halt auch aufzuwerten zu Besessenen, mit denen er mich zwingen kann, sehr unvorteilhafte Tausche einzugehen. Und oder halt zu Jägern und wenn er das zweimal macht, dann hat er da die Jägerkombination. Das nimmt natürlich allerdings ein bisschen mehr Zeit in Anspruch. Ich werte jetzt selber hier zu einem Basilisken auf, um mich verteidigen zu können, denn sonst hätte er einfach einen Wicht zwischen die beiden Vierer reinstellen können. Und da ich die nicht beide gleichzeitig mit der Blutmagie aufwerten kann, hätte er dann mit dem Sammler einen von beiden schlagen können und schon gewonnen gehabt. Ich habe es gerade nachgeguckt, man kann sowohl Tausche als auch Täusche sagen, aber das bringt mir hier im Spiel nichts, denn Abu kann immer noch einen Sammler rein, einen Wicht reinsetzen mit dem Sammler und macht das jetzt auch. Dann muss ich den Blutmagier da aufwerten oder wegbewegen, wäre die Alternative gewesen, aber ich entscheide mich fürs Aufwerten und dann kann er zu einem Finsterdämon werden, indem er den Wicht einsammelt und hat dann beide meine Fünfer bedroht und
kann mindestens einschlagen und gewinnt so. Das heißt, was waren hier die Fehler, wo man auch nochmal drauf das Ganze ausprobieren könnte? Ich hätte mit dem Blutmagier den Basilisken, also beziehungsweise den anderen Blutmagier direkt zu einer 6 aufwerten können. Und ich hätte gerade mit dem Blutmagier noch hochgehen können. Das wären die Alternativen gewesen. Aber so erstmal ein Sieg an Abu mit den Dämonen in dieser Variante. Ja, das war das Spiel. Der Abo hatte auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit gefunden, den Drachenspieler sehr unter Druck zu setzen durch den Zug der Besessenen. Mich würde jetzt natürlich interessieren, ob einer von euch sieht, wie ich das als Drachenspieler hätte besser machen können und hier zumindest wieder ein offenes Spiel draus zu machen. Wenn ihr da eine Möglichkeit seht, dann schreibt das mal. Ein bisschen was habe ich ja auch schon angesprochen. Wenn ihr das mal ein bisschen durchrechnet und denkt, das könnte vielleicht klappen, dann ja, wie gesagt, gerne kommentieren. Dann können wir auch das nochmal ausprobieren und verlinken. Wenn euch das mal interessiert, dann schaut doch mal auf unserem Discord-Server dabei. Wie ihr da hinkommt, habe ich in einem Video und einer ganzen Playlist für den Anfang reingestellt. Die seht ihr jetzt hier und wir freuen uns über jeden, der mitmacht. Bis dahin, viel Spaß!